Hallo meine lieben Pestfreunde, schön, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem weiteren Video von Crisscross auf eurem Lieblings-Pest-Kanal. Herzlich willkommen, heute wieder ein Video mit Live-Kommentar. Ich bin unter 900 Punkte gefallen, Leute, und wir müssen zusehen, dass wir wieder auf die 900 Punkte kommen. Ja, seid gespannt. Ich bin gespannt, was wird das für ein Game. Ich werde es für euch wieder live kommentieren. Es kam ganz gut an, glaube ich. Vielleicht ist Rage-Modus wieder da. Wer weiß, vielleicht feiern wir Siege hier jetzt. Mal sehen. Ja, Leute, viel Spaß auf jeden Fall. Drückt mir die Daumen und auf geht's! Ja, wir gehen schon jetzt live rein hier, Leute, in die Suche und gucken mal. Ihr seht, ich bin auf 888 Punkte gefallen. So bitter kann nicht wahr sein. Ich hoffe, euch geht's besser die Woche. Ich habe wenig gezockt, Leute. Es ist kaum aushaltbar hier. Aber ich habe hier meinen geilen Ventilator. Dann geht's so einigermaßen. Aber es hat einfach nicht gereicht, jetzt einen Stream zu bringen. Das tut mir nochmal leid an dieser Stelle. Dafür reicht's einfach auch nicht. Wir spielen gegen Wagner Love, 703 Points. Und dann gucken wir mal, wie das gleich hier abgeht. Der Junge kommt aus Wolfsburg, hat nur 4 Wochen Punkte, es lohnt sich also nicht richtig. Aber was soll man machen? Ich brauche Points, wir müssen gewinnen das Spiel. Dann schauen wir mal, wie er so spielt und was er für einen Kader hat. Ach ja, meine Pestfreunde, wie geht's euch so? Was macht ihr so? Na, ich vermisse euch auf jeden Fall schon im Chat. Wir müssen gucken, ja, wann wir den nächsten Stream bringen können. Die Temperaturen müssen mitspielen. So, was ist hier los? Naldo und Van Dijk, würde ich sagen, spielen auf jeden Fall. Nebeneinander wieder egal. Ist ein schneller Sturm, aber ich riskiere das einfach mal. So, den haben wir hier. Stürmer sind natürlich wieder schlecht drauf, aber ich habe Simeone mit, Leute. Das ist sehr, sehr nice. Wir können Ronaldo auf die Seite bringen, bringen Salah und haben immer noch Optionen. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Gucken wir mal, wie das heute abläuft. Allison auf jeden Fall. Ja, hier, ich habe Allen auf rechts gebracht, meine Pestfreunde. Oder soll ich doch in dieser Formation anfangen? Das war ja eigentlich immer besser. Aber dann haben wir hier Ronaldinho am Start. Zentral, Mittelfeld. Er kommt natürlich mit vielen Stürmern. Dann bietet es sich eigentlich an zu kontern. Warum zeigt er? Ah, hier. Zeigt mir dann. Trotzdem haben wir so schwache Werte, auf jeden Fall 6 nur. Kann ich, weil Allen auch da zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Naja, wir schauen mal. Wir können ja auf jeden Fall nochmal was verändern. Wir gehen erstmal hier in die Aufstellung rein. So, Angriffsunterstützung. Boah, nehmen wir mal mit nach vorne. Der hat eine 50. Solltet ihr auch tun, Leute, immer darauf achten. Rechter Ronaldinho natürlich, wenn er schon mal spielt. Leute, Strafstoß, Ronaldo oder Ronaldinho. Müssen wir mit Ronaldo. So, weiter Freistoß. Shisha, es reicht mal wieder die Zeit nicht. Ihr kennt ihn doch. Ja. Auf diesem Chair sitzt es sich auf jeden Fall nice, Leute. Ich freue mich schon auf die langen Streams, ja. Das wird. Demnächst nochmal das Unboxing-Video online. Wie gesagt, neuer Partner DX Racer. Deswegen habe ich das Video erstmal rausgenommen. Wird nochmal komplett überarbeitet und neu reingestellt. Genau. So. Nur damit ihr Bescheid wisst, warum das Video auf einmal nicht mehr aufgetaucht ist. Jetzt geht's rein ins Game, meine Pestfreunde. Wir wollen gucken, sind Emotionen wieder dabei? Mal sehen. Ja, wir gehen noch nicht rein ins Game. Ihr kennt ihn, der geht noch einmal um die Aufstellung. Und Van Dijk, Kapitän, das kann nicht sein. Es muss Ronaldo sein, Leute. Es muss einfach Ronaldo sein. Als HS. Schön hängende Spitze. Ah, ich will hier einfach defensiver kommen. So, es geht los, meine Pestfreunde. Wir schauen mal, wie das Game heute ausgeht. Simeone ist wieder drin, Leute. Ich habe ihn wieder gebracht, obwohl er Tagesform 5 hat. Und er gleich mit dem Fehl war. Wo sollte der hingehen, obwohl ich nur antippe? Kann nicht wahr sein, ey. Laufen wir fast ab. Oh, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ja, Ronaldo, passt auf, das war wichtig. Und Ronaldinho hat, oh, er nimmt ihn mit der Hacke mit, Leute. Er nimmt ihn und er sieht Ronaldo. Es ist so nice. Ronaldo braucht ewig. Hey,
Torelfmeter, Junge! Komm zu spät. Er kommt zu spät. Ja. Das ist schon wieder das 1-0. Das kann nicht sein, ey. Wie kommt der durch zwei Leute da durch? Das verstehe ich nicht. Durch zwei Leute. Guckt euch das an. Da sind beide davor. Beide. Und er setzt sich trotzdem durch. Ja, natürlich jetzt sehr, sehr lange nicht gespielt. Das ist auch ein Nachteil auf jeden. Ja, und dann nochmal zum Abstoß jetzt. Ey, ich krieg so hier wieder meine Pestfreunde. Ich brauche erstmal ein bisschen Energy. Es geht schon weiter. Musst du gewinnen. Oh ja, ich wollte gerade sagen, den musst du gewinnen, aber dann auch richtig. Ja, tanz da rum, ey. Regt mich jetzt schon auf, dieses Spiel. Regt mich richtig auf, dieses Spiel, meine Pestfreunde. Ach, wir gucken mal. Erstmal reinkommen. Erstmal locker reinkommen. Chancen kriegen wir noch. Auch wenn wir jetzt in der ersten Halbzeit, glaube ich, nicht eine Torchance bekommen. Ich trinke extra einen Schluck, damit ich jetzt hier nicht rumschreie. Meine Fresse, ey. Gegen den 700er. Katastrophe, was ich hier fabriziere. Das Ding muss gleich geändert werden. Guckt euch das an, nicht ein Zweikampf wird gewonnen. Ronaldo geht noch nicht mal hin. Er geht noch nicht mal hin zum Kopfball. Er geht noch nicht mal hin. Kann nicht wahr sein. Oh ja. Müssen Salah und Simeone das vorne regeln, meine Pestfreunde. Ja, was mache ich falsch? Ihr könnt das Spiel gerne analysieren. Schreibt es in die Kommentare, was habe ich in der ersten Minute versäumt. Genau das mache ich falsch. Das gibt es nicht. Ja, und den macht er nicht, Alter. Das kann nicht wahr sein, ey. Das war traumhaft gespielt, Alter. Der macht ihn nicht, Mann. Der macht ihn nicht. Der muss ihn einfach mit rechts reinschnippen. Er lässt die Wiederholung an, geiler Typ. Rage-Modus ist schon wieder on, Alter, ehrlich. Ja, du kannst mir auch zeigen, dass das kacke war. Jeder Ball ist bei dir. Alonso geht ja gar nicht. Er ist ja lahm wie ein... Och, oh, Ronaldo, ja, willst du nicht, ey? Guck mal, den Pass von Ronaldo an, Leute. Er spielt mich hier schwindelig. Es nervt so komplett, dass ein 700er mich hier beherrscht, Mann. Ja, wär's auch gewesen, Alter. Guck mal, was macht der Salah? Was macht der? Was macht Salah? Er läuft mir entgegen und er läuft sich nicht. Er bietet sich überhaupt kein Stück an, Mann. Warte noch länger, Junge. Holen raus da aus dem Winkel, klar.
Ja, den hält ja auch noch. Wie viel noch, Mann, Alter? Ich sink hier bis 700 runter, wenn das so weitergeht. Was sind das für Chancen, Mann? 200-prozentige, ey. Die müssen sie einfach machen. Wenn nicht, ist das auch einfach verdient von ihm, ey. Echt. Ja, da wollte ich auch hinspielen aus der Drehung. Meine Güte, jetzt wird's aber fällig hier. Vor der Halbzeit brauchen wir das 2-1, dann haben wir das Momentum, Leute. Nein, ich muss mal hier kommen. Also Allen als Außenverteidiger geht ja auch gar nicht. Der ist echt drin wieder. Ach, meine Pest, Freunde, was soll ich denn noch machen? Was soll ich denn ändern jetzt hier, ey? 42. Minute, ey, das Spiel ist verloren. Da ist gar keiner, wo ich hinspiele. Geil, da ist gar keiner. Allen steht da gar nicht. Seit wann steht er gar nicht in der Viererkette da außen? Ich krieg hier zu viel, Mann. Ja, den sollst du auch so lupfen, Mann. Über den Torwart drüber, du... Vollpfosten, echt. Was für ein Spiel, ey. Was für ein Spiel. Ja, 4 Schüsse, Mann. 3 pariert, oder was? 3. Dann wird's 3-2 stehen. So sieht's aus. Vom Brand. Brand ist frisch, der muss es jetzt richten hier. Also vorne ran. Muss ja was machen. Schwarmbildung angehabt. Anfängerfehler. Bitte da mit Kopfbällen agieren. Ciao. Jetzt komm, meine Pest, Freunde. Schade, dass wir hier nicht im Livestream sind, da brauche ich euren Support immer, das ist nice. So muss ich natürlich hier das Ding echt zu Ende zittern jetzt, aber ich bin mir sicher, ich schieße noch ein Ding, oder? Oder schneiden wir heute wieder so schnell und schlecht ab? So, Anfängerfehler von mir. Lass ich da noch dran gucken. Fuck. Was ist das, ey? Auch gleich wieder Roberto Carlos zurück. Wie konnte ich den nicht, wie konnte ich den zu Hause lassen, Leute? Wie konnte ich Roberto Carlos zu Hause? Guckt euch das an, er kommt trotzdem noch an den Ball. Das gibt's nicht, ne? Das gibt's nicht, ne? Ja, spiel zum Torwart zurück, Mann. Schon zum Torwart zurück. Echt?
Mann! Das kann nicht wahr sein, ne? Jetzt nicht. Komm da nicht durch, Mann! Ja, den wollte ich auch schießen, ey! Es wird nichts mehr, Leute. Gibt's nicht mehr. Keine Zeit mehr. Nein, das gibt's nicht. Was, Sala läuft nicht? Sala läuft nicht. Es ist einfach nichts möglich in diesem Spiel. Nach vorne geht nichts, nach hinten. Katastrophe. Nothing. Berliner Lang muss man auch annehmen. Lang muss man annehmen. Brand ist da, 2-1. Der Joker. Ich hab's gesagt, meine Bestfreunde. Come on, ey! Jetzt nochmal volle Power. Was? Nein! Ach, Mann, das war so klar, dass sie mir doch ein Tor schenken, Mann, wie immer, Alter, damit man einigermaßen zufrieden ist, ey. Gegen so ein... Kann man den gar nicht ausdrücken, ey. Ätzend, Alter, ätzend, so ein Spiel. Es geht weiter, immer weiter, Leute, nächstes Game. Ach, kein Bock mehr, echt. Wie viel fallen wir jetzt wieder runter? Das ist absolut Minusrekord. Guckt euch das an, 877 Punkte, Mann. Da war ich noch nie in meinem Leben, ey. Okay. Ach ja, meine Bestfreunde, was soll ich zu so einem Game sagen? Eben verloren, 2-1, ne? Mann, 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 gegen den 700er. Sowas passiert mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Phase ist. Die hatte ich noch nie. Ich bin von 953 Punkten. Durch einen Serverabbruch, dann wären es 960 gewesen, seitdem in der Minus-Tendenz, ja, und bin auf 877 Punkte gefallen. Leute, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich da mal war, wahrscheinlich bevor das Spiel rauskam. Ey, ohne Witz, Mann. 877 Punkte hatte ich das letzte Mal gehabt, das war irgendwann im November wahrscheinlich. Aber es geht weiter, Leute, es geht weiter, immer weiter, wir wollen weitermachen.
gucken jetzt, wer wird unser Gegner eingehen. Geht auf jeden Fall noch, weil ich hier ein bei der Hitze aber eine geile Identity da. So, jetzt kann ich hier auch ordentlich ragen. Ja, warum finden wir keinen Gegner, ist die Frage. So, wir wollen auf jeden Fall noch eins machen, Leute. Und dann gucken wir mal. So, 877 Points, was ist da los? Ja, kann man mal machen. Ja, kann man mal runterfallen, so von 950. Und wir wollen ja Champion werden, das wird wohl dieses Jahr nichts mehr. Mann, weil ich einfach zu schlecht bin wahrscheinlich. Muss mehr zocken. Nur bei der Hitze, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, da fällt es mir auch schwer, hier zu sitzen in meinem Gaming-Room. Wenn du nicht wärst. Oh nein, ey. Ja, warum finden wir denn jetzt keinen Gegner? Was ist da los, ey? Mann, Schiss. Wir haben alle Schiss. Ja, wie läuft's bei euch, ey? Haut's in die Kommentare rein unter diese Videos, ja? Was kann ich besser machen, Leute? Wie läuft's bei euch? Habt ihr Tipps und Tricks für mich? Auch Tipps von den ganzen Champions, das Rimmeln quasi 680 Points. Das ist auch wieder so ein schwerer Gegner, ne? Ich würde mir keine Gedanken machen. Da früher hätte ich mir keine Gedanken gemacht. Guckt ihr euch das an? Der hat 4 Siege, einen Unentschieden. Jetzt komme ich hier mit meinen 3 Niederlagen da in meiner Statistik. Unglaublich, Alter. Und so einer zieht mich doch bei so einem Run jetzt auch ab. Was meine Form betrifft, ist eine Katastrophe. Ja, jetzt haben wir noch einen Torwart schlecht drauf. Warum habe ich hier so eine schlechte Tages... Ah, okay, das geht ja schon. Also in Verteidigung steht, ey, die bringe ich auf jeden Fall jetzt mal. Den Link möchte ich mal ausprobieren. Ah, da ist unser Joker. Da ist unser Joker, der muss wieder raus. Ronaldinho, der kann da nicht spielen. Der kann da einfach nicht spielen. Simeone. So, Aubameyang kann ich. Das sind aber, oh, guck mal, das sind doch 3 gute Leute, die ich noch bringen kann. Ronaldo, der muss jetzt mal pausieren. Oh, Ronaldo, oder? Ah, Ronaldo. Wagner Love ist mein neuer Follower. Ja, der freut sich jetzt einen Keks, Mann, Alter, dass er eben gewonnen hat. Ey. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber danke für dein Abo. Ja, Julian Brandt, Alter, das sieht auch nice aus. Ey, wir haben 877 Punkte, meine Pestfreunde. Wir müssen jetzt wieder hochgehen, Mann. Wir wollen Champion werden. Wir müssen gewinnen. Ihr seid hier live dabei. Live-Commentary ist auch das, was ich jetzt machen will. Ihr verpasst kein Spiel mehr. Das heißt, ich möchte euch eigentlich jedes Spiel von mir zeigen, dass ich zocke. Damit wir so eine Art Tendenz haben oder vielleicht auch erkennen können, was ist auffällig im Verlauf der Games, die man so macht. Ne? Geht es hoch und runter? Geht es auf und ab? Wann sind die Siegesserien da? Was muss man machen, um Siegesserien zu haben? Welche Taktiken muss man spielen und so weiter? Das ist mein Vorhaben. Jetzt geht's hier live los. Wir machen direkt Power. Carlos, Carlos. Zack. Ah. Ja, da ist er schon wieder an Pfosten. Meine Fresse, ey. Oh, dann so. Oh, den hätte ich gern gemacht. Den hätte ich gern gemacht, Leute, für euch. Achso, du bist so ein Fummelkönig. Geil, bin ich auch. Ja, das war übertrieben, mein Freund. Ey, willst du da bis zum 16er den Ball reintragen oder was? Lernt man der F-Jugend. Krieg nix. Ja, dann geh auch MAP. Du musst jetzt hier die Dinge entscheiden. Dann will ich. Ja, da, Barrios, so will ich dich sehen. Warum nicht gleich so? Ah, er ist schlau und kommt dann zum Torwart zurück, okay. Ja, gucken wir mal, Aguero, was du da machst. Barrios, mein Freund. Ja, mit Fehler. Hier liegt. Aber der liegt ist da. Ist schon ein ganz anderes Spiel hier. Wir dürfen niemals zurücklegen, bitte. Dann kann ich nicht spielen. Zimmer für. Ja, so wollen wir es sehen. Aber Mbappé gut nachgesetzt. 1:0 beschickt das. Was ist los mit dir? Was ist los? Jetzt wird deine ungeschlagene Serie gestoppt. Der Ventilator hilft gar nichts, mein lieben Pestfreunde. Ich schwitze. Fühlt 40 Grad hier. Ja,
Das muss man auf volle Konzentration haben. Was für ein mental starkes Spiel muss das sein hier, um zu gewinnen? Hätte das mal gedacht, dass ich mich da so verausgaben muss. Ein 680er. Simeone, du hast doch Außenrissanschnitt. Komm, 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 willst du mal reinknallen von da? Nein, noch nicht so. Da ist ein Mbappé da, da ist er da. Durchwurschte. Nein, er kommt zu spät. Das ist tödlich. Der liegt ist da. Ist da. Ah, schön durch die Beine laufen lassen. Komm, 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 komm. Ja, wichtig durchge. Ah, aber schön nachgesetzt, Aguero. Schönes Ding von dir. Ja, ja, Fehler, Fehler. Fehler. Ah. Ey, ich nutze es nicht aus. Ich bin so doof. Ich nutze es nicht aus. Was ist das? Mit Ansage. Nein, Junge, nein, 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 diesmal nicht. Ein Mbappé, come on. Jetzt geht er nein aufs Tor zu. Schneller, du bist schneller, Schwein. Komm, 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 komm. Ja, das ist Fußball, meine Bestfreunde. Ist wieder back in the game. Just Cross ist wieder on fire. Ja, man, lass das Tor an. Lass das Tor an und lerne. Siehst du, Leute, ein Spiel so, das andere Spiel so. Man muss immer weitermachen, dann feiert man halt. Man muss Niederlage wegstecken, ja? Wer hat das gesagt, Matthäus? Man muss gleich nicht gleich den Sand in den Kopf stecken, Leute. Wow. Ja, sondern den Kopf in den Sand. Jetzt habe ich die aufgepasst. Da ist er. Ja, Salah, das war ja immer Pia zur Zeit. Oh, Simone kriegt schon mal. Aber wie wichtig Simone schon wieder war. Ja, jetzt macht das mit Ruhe. Ist da? Ist da? Genau. Ah, oh, wichtig. Das sind so die Bälle. Da kann das Spiel auch nichts machen. Momentum hin oder her. Wenn man so geil grätscht. Man so geil grätscht. Einmal mal hinten rum beruhigen, Leute. Ich kann das Spiel doch, Mann, ey. Man muss nur an sich glauben. Man muss nur an sich glauben. Dann, ja, dann tanzt man auch. Dann tanzt man auch. Ja, jetzt haben wir Carlos. Jetzt haben wir Roberto Carlos. Soll ich ihn reinknallen, Leute? Nein, für euch knall ich ihn rein. Andere Sicht mit R3 und dann Gibi. Ah! Gar nicht so schlecht, gar nicht so verkehrt. 2-0 zur Halbzeit, es gibt nichts Schöneres, meine lieben Pestfreunde, als 2-0 zur Halbzeit! Das ist absolut geil, ich feiere das komplett. Und wir schauen mal. Wie es weitergeht hier. Ausstellung gucken. Ah, sind alle fit, alles gut. Hinten Innenverteidigung steht. Warum nicht gleich so? Diese Aufstellung muss ich spielen. Mit zwei Leuten hier. Der eine, den stelle ich aber als ZMF ein und den anderen als DMF. Das gefällt mir ziemlich gut. Und dann habe ich die beiden Raketen hier und vorne egal. Also alles Roger, Alter. So. Ja, wem das hier gefällt, mein Projekt, gerne ein Like da lassen, gerne kostenlose Abo, Leute. Weise ich immer gerne drauf hin, da unterstützt ihr mich natürlich, ne, als YouTuber. Dass ich das auch weitermachen kann, sozusagen, motiviert bin weiterzumachen, wenn es neue Follower gibt. Und natürlich das PES-Projekt, Leute. Ganz, ganz wichtig, wir wollen ja PES groß machen, ne? Wir wollen ja PES... Bam! Simeone, da ist er wieder da!
Ich feiere dieses Game, Alter. Ich feiere es komplett, Mann. PES macht so Spaß, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft und man Niederlage kassiert, Leute, dann ist das das schlimmste Game ever. Ach, man muss es einfach... Es ist eine Hassliebe. Man muss einfach weitermachen. Man muss versuchen, sich zu verbessern. Man muss natürlich mehr Siege als Niederlagen irgendwann mal am Start haben, aber... So. So, dann komm, hast du noch? Du bist schneller. Trick. Ja. Ja. Komm. Hast du noch 10 Monate? Das ist geil, schön erkämpft den Ball, nice. Ja, mit der Hacke, mit der Feinde geleitet, das ist so eine Simeone, geh doch ab. Ey. Oh, er stellt schon auf Offensiv, ne? Das ist keiner da. Na, komm. Ach was, lass dich nicht so nach. Ja, warum bleibst du da stehen, Jordan Trace? Guck mal, es geht keiner drauf zu! Er verzieht ihn. Habt ihr das gesehen? Alle laufen weg, alle auseinander. Ah. Unfassbar eigentlich, dass man damit keinen auswählen konnte. Das mag ich nicht. Das muss gefixt werden in PES 2020. Dass man da die Spielerwechsel kontrollierter machen kann. Dass das nicht so von da nach da hüpft. Simeone, komm, du musst zeigen, dass du in den Kader gehörst. Das ist einfach nice gespielt. Simeone! Warum habe ich den die letzten Spiele zu Hause gelassen? Okay, das letzte war auch da. Ich glaube, er hat auch getroffen, oder? Aber er muss einfach da sein. Wenn der eine Normalform hat oder gute Form, dann kann man den einfach nicht zu Hause lassen. Das ist einfach zu nice. Und er kassiert jetzt die Reise seines Lebens hier. Ja, vorher kein Spiel verloren, aber dann kam Chris Cross. Ahnt es, dass ich weitergehen will. Okay. Marios, was ist mit dir eigentlich? Wollen wir auch mal gleich wechseln, ne, Leute? Das ist Spaß, ey. So nur nach Hause zu schaukeln. Das macht so Bock. Das macht so. Ihr kennt es. Und wenn Simeone dann nochmal geht und dann nochmal querlegt und dann das nicht klappt, dann ärgert man sich, dass es nicht das 500 ist. Barrios, Spiel des Lebens, aber der hat auch Form. Guckt euch das an, was der macht in diesem Spiel. Das ist der beste Spieler im Game, Mann. Er bietet sich schon wieder an. Dumfries, was ist los? Ja, Ecke, komm, da wechseln wir mal. Da haben wir noch einen Ronaldo. Da haben wir noch einen Ronaldo auf der Bank. Ja, ich glaube, wir müssen, wenn dann mal komplett wechseln, Leute. Geht das an, Salah, ey. Jetzt kommt Brand, Leute. Jetzt kommt Brand. Simeone hat ausgeliehen und Ronaldinho darf nochmal als HS ran. Das ist nice. Das ist sehr, sehr. Jetzt nochmal eine schöne Ecke rein. Ja, und wer ist da? Ronaldinho. Ronaldinho ist sofort zur Stelle. Ronaldinho ist sofort zur Stelle. Und verlängern, komm. Das müssen sie auch machen, ne? Dass das nicht so overpowered ist. Das müssen sie rausnehmen. Toll. Ellen, wo bist du? Den kann er ganz gut. Wer ist das? Messi? Nee, wer ist das da am Ball gewesen? Was für ein Spieler? Ich hab echt gar nichts, ne? Also diese Spiele, ne? Den holt er nicht mehr. Oh. Ronaldo! Jetzt wird's klar hier. Jetzt wird's klar, meine Pressfreunde.
Ihr kennt diese Games, da fehlt man's einfach. Also Englisch, ne? Feeling, von Feeling. Da fehlt man's. Oh nein. Oh. Oh, und dann diese Lupfer vergeben, kläglich vergeben. Alter, vorher so geil gemacht und dann kläglich vergeben. Ihr kennt ihn, Chris Cross, ihr kennt ihn. Er macht zu nice und dann sowas. Er muss ihn einfach nur machen. Was mache ich da, ey? Das hätte ich, den hätte ich gerne gemacht. Ey. Den hätte ich echt gerne gemacht. Ich stelle nochmal Offensive, damit wir vielleicht nochmal einen machen. Damit wir nochmal vielleicht einen reinlegen. Danke, beschickt das. Geiler Sieg, ey. Mann, 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 ey. Echt. Himmel und Hölle hier, ey. Vereint, Alter. Aber sowas von krass. Mann, 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 Mann. Was heißt vereint? Nee, jetzt von Gefühlen her zwischen Himmel und Hölle. Echt. Eben Hölle, jetzt Himmel. Was geht ab? War Titel für meine Videos. War zu krass, das Spiel jetzt. War zu krass. Macht Bock. Müsste jetzt weitermachen, aber muss ins Bett. 10 Schüsse, Mann. 9 davon aufs Tor. Da geht's nicht. Ach ja. Ja, meine Pestfreunde, wenn euch das gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Ne? Wenn es nicht gefallen hat, auch einen Daumen da unten. Aber ich versuche weiterzumachen. Wir müssen wieder Richtung 900. Ne? Bleibt geil, ey. Zockt weiter, auch während der Hitze. Schön vor der Glotze hängen, ganzen Tag drin. Kein Ding. Ja. Nein, natürlich nicht, Leute. Mal geht auch mal raus, man kriegt mal den Kopf frei. Ihr seht ja, es läuft dann. Nicht. 2 Games gemacht heute, reicht mir schon wieder komplett bei der Hitze. Aber ich habe ja den geilen. Also meine Pestfreunde, macht's gut, ne? Haut rein und bis zum nächsten Video oder Stream mit Live-Commentary. Macht's gut. Obwohl, wir gehen einmal noch zurück, Leute. Ihr wollt ja sehen, wie viele Points ich habe. Wir gehen einmal noch zurück. Ja, 880. Jo, nice. Ja, toll. Ja, das ist nix, ne? Das ist nix, meine Pestfreunde. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.